Wirtschaftsförderung Leverkusen meets Bayer 04 Leverkusen. So der Titel der Veranstaltung vom 25. September 2008 im VIP-Club West der Bay Arena in Leverkusen. Die derzeit im Umbau befindliche Bay Arena soll auch in Zukunft eine Begegnungsstätte für Sportbegeisterte und Wirtschaftsleute der Region sein. Funktionäre und Wirtschaftsförderer stellten dem Publikum mögliche Synergieeffekte vor. Einen ersten Schritt in die Region stellte uns Meinolf Sprink, Geschäftsführer der Bayer 04 Marketing GmbH, vor. Ich begrüße den Herrn Sprink, Geschäftsführer der Bayer 04 Marketing GmbH. Seit einigen Monaten etablieren Sie sogenannte Infopoints in der Region in Leverkusen. Welche Funktionen haben diese Infopoints und wie erkennt man diese als solche? Also die Infopoints sind nach dem sozusagen Corporate Design von Bayer 04 gebrandet. Wir wollen in die Region rausgehen. Wir bauen ein neues Stadion quasi. Wir erweitern unsere Kapazität von 22.500 auf 30.000 Leute. Wir haben festgestellt, auch im rheinisch-bergischen Bereich gibt es viele Leute, die zwar Bayer 04 kennen, aber vielleicht noch an Bayer 04 herangeführt werden müssen, indem man die Chance geben kann, im neuen Stadion, das ja 2009, 2010 Saison fertig ist, einfach sich mal umzugucken, eventuell dort Fan zu werden, Kunde zu werden, Besucher zu werden. Insofern haben wir gesagt, wir müssen zu den Menschen gehen, müssen erklären, wer sind wir. Deswegen haben wir im rheinisch-bergischen Kreis und diesem Umfeld 7 Infopoints eingerichtet, die einfach den Kontakt intensivieren sollen, weil sonst hat man die Möglichkeit, Internet oder sonst was zu. Bei Bayer 04 hat man festgestellt, viele Menschen wohnen im Umfeld, die auch in Leverkusen arbeiten, speziell im rheinisch-bergischen Kreis. Das heißt, das ist für vielfach für Leverkusen auch eine gewisse Schlafstätte. Und Bayer 04 strahlt in diesen Bereich rein und deswegen ist es eigentlich logisch, dass man auch, das kann man erkennen am Merchandising etc., den Weg einschlägt und versucht zum Kunden zu kommen. Deswegen ist das für uns eine ganz wichtige Region. Welche sportliche Zusammenarbeit besteht denn zwischen Leverkusen und Bergestadtbach? Also einmal ist die räumliche Nähe. Wir haben Scouts im Jugendbereich, die sich umgucken, die mal hier gucken, mal da gucken. Und wenn Talente da sind, gibt es die zwei Richtungen. Einerseits sagt ein Talent, ich möchte bei Bayer 04 mal vorspielen, oder es wird, was sehr wahrscheinlich ist, entdeckt. Und dann stellt sich die Frage, was wird aus dem Talent, wenn er im Bereich Bergisch-Gladbach groß geworden ist, kann man ihn bei Bayer 04 in die Jugendmannschaft integrieren? Ziel ist ja immer da Leistungsorientiertheit. Und das ist etwas, wo dann auch man hinterher erleben kann, dass Talente sich bis zum U19-Europameister, wie jüngst geschehen, sozusagen hoch und aufschwingen. Und danach wird sich der Weg zeigen, ob sie in die Profis schaffen oder ob sie in der zweiten, dritten, vierten Liga, wenn ich das mal so sagen darf, hängen bleiben. Und Bergisch-Gladbach ist wie einige andere Städte ein interessantes Pflaster. Und Lars Lese, wie gesagt, wird ja dadurch auch ein bisschen die Handschrift des Trainings bei Bayer 04 dort reintragen. Profifußball ist jetzt ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit hoher Attraktivität, hohen Umsätzen. Inwieweit kann auch die regionale Wirtschaft von diesem Modell profitieren? Ganz einfach. Wir haben heute Abend zum Beispiel eine Veranstaltung, wo wir die ganz bewusst die regionalen Gesellschaften ansprechen und die lokalen und regionalen Unternehmer, weil wir einfach sicherstellen wollen, dass Leute dies auch als Plattform nutzen. Ein anderes Beispiel, in der Bayer Arena wird gebaut, 30 bis 35 Firmen, die hier tätig sind, kommen aus der Region. Das heißt, das Geld, was wir ausgeben, fließt in die Region. Es schafft Arbeitsplätze, es wird Steuern gezahlt, also es ist so eine Win-Win-Situation. Also wir gucken auch, dass wir vor Ort unsere Partner, unsere Kunden einbinden, ne? Und dass man sagen kann, ihr habt Spaß am Fußball, ihr unterstützt uns und wir können euch eventuell etwas an anderen Stellen zurückgeben. Herr Sprink, vielen Dank. Kein Problem, danke. Und so soll die zukünftige Bay Arena einmal aussehen. Die Zuschauerkapazität wird von 22.500 auf 30.000 Sitzplätze erhöht mit einem kreisrunden Dach aus Makrolon. Der Hospitality-Bereich mit Restaurants und Logen wird von derzeit 812 auf 2000 Plätze ausgedehnt. Aber auch der Team- und Physio-Bereich wird auf 2600 Quadratmeter mehr als vervierfacht. In die Vortragsreihen startete Leverkusens Oberbürgermeister Ernst Küchler. Auf unsere Werkself mit den großen sportlichen Erfolgen DFB-Pokal, Europapokal können wir stolz sein. Seit 1997 wurde Bayer 04 Leverkusen viermal deutscher Vizemeister, einmal Zweiter im Pokal und einmal Zweiter in der Champions League. Dass man uns dieser halb auch schon mal eine spöttische Umbenennung des Stadtnamens vorgeschlagen hat, muss uns nicht grämen. Diese Form der Identifikation, Zuordnung und auch Aufwertung für eine Region oder Stadt kommt oftmals erst zum Tragen durch eine Sportstätte, die für den Betrieb eines Profiklubs erbaut wurde. Das gilt sogar, oder besser gesagt vor allem, auch für Kleinstädte oder sogar Dörfer. Nehmen Sie bitte die Beispiele aus der Hand- oder Basketball-Bundesliga wie Quakenbrück, Dormagen oder Gummersbach. Diese Aufwertung erhalten Städte natürlich auch deshalb, weil die meisten von ihnen im Regelfall keine wirklich nennenswerten Bauten in ihrer Stadt haben.
Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass eine Sportarena die Kommunikationsstätte in einer Stadt schlechthin ist. Keine Kirche, kein Museum, kein Kino, kein Zoo, nicht einmal ein Volksfest führt so viele Gleichgesinnte regelmäßig und damit immer wieder an einem Ort zusammen. Dabei bedient eine Sportarena alle sozialen Schichten und mittlerweile den neuen Stadien sei Dank auch die ganze Familie, weil Mutten kommt ja mittlerweile auch mit. Ich will gleich eine Bemerkung abarbeiten, die ich mir hier eben aufnotiert habe. In den vorangegangenen Reden ist ein Wort umgangen worden von den Oberbürgermeister, nämlich der Ausdruck Bayer 04 Vizekusen. Ich kann Ihnen sagen, Herr Oberbürgermeister, wir sind stolz darauf, dass wir so viele Vizetitel hatten. Und wenn auch der große Wurf noch nicht gelungen ist, wir werden eines Tages auch den großen Wurf machen und dann eben Meisterkusen heißen, nicht Leverkusen. Dann noch eine... Und wenn man diese Mannschaft zusammenhalten will, dann braucht man sicherlich Unterstützung, man braucht finanzielle Mittel. Und wenn Sie die Mannschaft noch dazu qualitativ verstärken wollen, und das müssen Sie, wenn Sie ganz nach oben kommen wollen, dann brauchen wir die Unterstützung nicht nur unseres Hauptsponsors, der Bayer AG, dem ich natürlich an dieser Stelle danke, Herr Schade, herzlichen Dank. Wir brauchen aber auch die Unterstützung der sonstigen Wirtschaftsleute aus der Leverkusen oder auch aus der Region um Leverkusen herum. Krönender Abschluss der Vortragsreihe war dann der Auftritt von Cheftrainer Bruno Labbadia, Kapitän Simon Rolfes und Sportchef Rudi Völler. Herr Labbadia, wie geht's Ihnen? Läuft gut gerade, oder? Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, ich denke, es ist immer gut, wenn man im Pokal weitergekommen ist und so einen Start hingelegt hat wie wir. Ich denke, wir sind einigermaßen zufrieden. Vor diesem Hintergrund noch ein paar Fakten. Torgefährlichste Mannschaft, 5 Bundesligaspiele, 15 Tore, Hattrick Helmes, schöne Ortdrehung, 3 Tore gegen Hannover, das erste, das 1:0 von Ihnen, herrlich auch, wunderbar, wir waren im Stadion, es war großartig, das muss man einfach auch mal so genießen, das war wirklich ein Traum. Vor diesem Hintergrund sind Stürmer die besseren Trainer, Sie waren auch einer. Wo kommt Bruno Labbadia her? Paul Aden hat ein interessantes Buch geschrieben. Egal, was du denkst, denk das Gegenteil. Sind Sie so rangegangen an die Trainerfindung zu Bruno Labbadia? Mirko Slomka stand im Raum und so weiter. Wolfgang Holzer und ich, als wir uns von Michael Skiba getrennt hatten, wir beide, uns war sofort klar, der Bruno wird unser Mann sein. Den hatten wir schon seit längerem auf dem Zettel. Das wüsste der Bruno auch. Wir haben uns hin und wieder mal bei irgendwelchen Veranstaltungen getroffen. Natürlich dann mit immer... Wie wir Experten also sind, über Fußball philosophiert, was machst du jetzt, wie sieht's aus, wie geht's für dich weiter? Und dann hast du natürlich immer den Bruno im Hinterkopf. Natürlich war das kleine Problem da, dass unter den Kandidaten, die wir hatten, Bruno war die absolute Nummer eins, aber war der Einzige, der noch unter Vertrag war. Und ich weiß, es war am Sonntagvormittag, wo wir normalerweise bei unseren Familien sein wollten, Wolfgang, haben wir uns ins Auto gesetzt und sind nach Vestenbergsreuth gefahren, von Leverkusen, eine herrliche Reise. In der Firma von Herrn Hack und der uns dann auch schnell zu verstehen gegeben hat. Normalerweise, damals hat er uns gesagt, meine Frau macht hier immer Kuchen, stellt Kuchen auf den Tisch, aber für die beiden aus Leverkusen nicht. Oh, die wollen uns den Labbadia hier wegholen. Und es war eine sehr harte Verhandlung. Deshalb mussten wir auch immer mehrgleisig fahren, weil das hätte ja auch in die Hose gehen können. Also so einfach war das nicht. Aber am Ende haben wir es dann hingekriegt und sind ganz froh, dass er jetzt da ist. Ja. Das teilt das Plenum, sehr schön. Aber dann bist du die ersten Wochen da und er ist ja, will ja alles perfekt machen und dann so die ersten Tage, ach, mir fehlt der Simon noch, der ist noch, hat noch Urlaub, weil er bei der Nationalmannschaft war und wir haben ja sehr viele Nationalspiele und scheiß Vorbereitung, das ist alles nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, Bruno, eins ist klar, wenn wir irgendwann mal bei Bayer Leverkusen am ersten Trainingstag nach dem großen Turnier alle Spieler da haben eine ganz, ganz schlechte Mannschaft. Das musst du noch lernen. Ja, verstanden. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Herren Bruno Labbadia, Simon Rolfes und Rudi Völler. Viel Vergnügen, bleiben Sie bei Bayern für Leverkusen. Am Bayern bleiben Sie dran, folgen Sie nach Düsseldorf. Es ist, glaube ich, die gleiche Rheinseite, man muss nicht wechseln. Das passt dann auf jeden Fall. Stimmen des Business Club Leverkusen Rheinberg zur Veranstaltung. Ich möchte erstmal was sagen dazu, dass der Sport natürlich ein erheblicher Wirtschaftsfaktor ist, der auch dazu geneigt ist, Regionen zu verbinden.
Und ich denke nicht, dass sich der Standort Leverkusen und Bergisch Gladbach so differenziert voneinander unterscheiden. Denn die beiden Standorte sind bereits sehr eng miteinander verknüpft. Wirtschaftsverbindungen werden tradiert. Von daher denke ich, sind Leverkusen und auch Bergisch Gladbach als Wirtschaftsstandorte beide sehr attraktiv, gleichwertig und sollten auch zukünftig eng zusammenarbeiten und sich als eine Wirtschaftsregion verstehen. Jetzt ist das ja hier in dem VIP-Bereich der Bayer Arena, in der Baustelle der Bayer Arena, ein sehr exklusives Ambiente. Soweit ich weiß oder soweit wir wissen, ist es die erste Veranstaltung dieser Art. Wird es sowas in Zukunft nochmal geben? Davon gehe ich aus. Heute sehen wir ja einen Bauteilabschnitt, der uns heute präsentiert wird. Und wir haben heute die ersten Bilder gesehen, wie denn die Bayer Arena Ende 2009 aussehen wird. Wer die Bilder in sich aufgenommen hat, denke ich mal, bekommt ein ganz gutes Bild, wie exklusiv sich die Bayer 04 verkaufen möchte. Das wird sie auch tun. Also ich denke mal, kein Unternehmer wird heute 3000 Business Seats anbieten, wenn es dafür keine potenziellen Kunden gäbe. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sich Geschäft und Vorhaben für 2009, 2010 ganz gut entwickeln werden. Können Sie sich vorstellen, so eine Veranstaltung auch mal im Bergisch Gladbach oder im Rheinischen Bergischen Kreis durchzuführen, obwohl dort kein so großes, exklusives Ambiente oder keine so große Sportstätte sich befindet? Vielleicht im Schlosshotel Bensberg oder Ähnliches? Wir sind schon relativ aktiv, sowohl in Leverkusen als auch im Rheinisch-Bergischen Kreis, unsere Veranstaltungen immer mal woanders stattfinden zu lassen. So tagt der Business Club Leverkusen-Rheinberg sehr regelmäßig im gekürten Restaurant Hotel zur Post in Odenthal. Bensberg und Lehrbach sind tatsächlich geplant, für das Jahr 2009 dort Veranstaltungen auch durchzuführen, wie zum Beispiel mal ein Weihnachtsessen oder auch ein Sommerfest, um Unternehmer an exklusivem Ort zusammenzubringen, wie ich schon vorhin sagte, in einfach lockerere Atmosphäre als den klassischen Veranstaltungsorten. Wir bedanken uns beim Business Club Leverkusen-Rheinberg für die Einladung und werden die Aktivitäten von Bayer 04 Leverkusen natürlich weiter mit Interesse verfolgen. Aktuelle News über Bayer 04 Leverkusen finden Sie auch im Internet unter www.bayer04.de.